Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins. Jetzt sind wir gerade dabei, die allerletzte Quest hier in Orzammar abzugeben. Die befindet sich nämlich im königlichen Palast, wo ja eine junge Frau vergiftet wurde. Also anstatt dem ehemaligen König vergiftet wurde. Und der verabreicht mir jetzt das Gegenmittel, weil Morrigan war ja gerade gut skillbar dafür. Aber wenn ich ja da das andere Mittel habe, fällt mir ein, nee, habe ich bei Alistair auch nicht geskillt. Aktuelle Nachrichten, es lebe König Pyrrhal Harrowmont. Und das wundert mich gerade irgendwie, dass ich das nicht geskillt habe bei ihm. Aber egal. Da oben, das sollte der Palast sein, oder? Nee, das ist die Kammer der Versammlung, da hinten war aber gar kein... Eine Öffnung, oder? Ah, ist nur nicht hervorgehoben. Gut. Weil die andere Tür ist ja farblich hervorgehoben, deswegen bin ich hier jetzt einfach vorbeigelaufen. Manchmal die Ladezeiten, wenn du halt einfach nur schnell was beenden willst. Wir müssen dann ja da lang. So, wir können jetzt halt mit Wartek geboren sprechen. Meine König Belin wird den Thron niemals aufgeben. Wachen zum Angriff! Tja, oh. Er hat ihn aber halt aufgegeben, weil er ist tot. So. Geht gar nicht, wie es aussieht, oder? Aber Kampfrausch steht gerade so. Das heißt, ich brauche eigentlich, müsste ich mal ein paar noch in Willenskraft investieren. So. Lass mal schauen. Hier in irgendeinem der Zimmer müsste die junge Dame dann liegen. Hier mal nicht. Vielleicht da hinten. Auch nicht. Ja, das ist halt, wenn du sowas nicht auf deiner Karte angezeigt bekommst und dann erstmal 100 Kilometer durchsuchen musst. Aber da hinten ist sie. Als das Gegengift ihre Lippen benetzt, entspannt sich die Patientin sichtlich. Sie wird überleben. Dank euch wird sie schon bald wieder auf den Füßen sein. So, und damit ist das halt vorbei. Wir haben ein paar Dinge, die wir an der Anschlagtafel abgeben können. Alistairs Familie. Joa. Ich sag mal so, wir werden uns jetzt halt erstmal ins Lager zurückbegeben. Dann werden wir mal ein bisschen mit Orkun sprechen. Und mit Shale, weil Shale hat ja jetzt die... halt eine neue Gesprächsoption, wo wir uns der Sache mit Carradine angenommen haben. Und die ja ziemlich positiv zu Ende gebracht haben, weil da konnte ich mich einfach nicht zubringen, weitere Seelen zu versklaven, weil das ja genau das Gegenteil, gegen was wir halt eigentlich kämpfen. So. Aber Orzammar sind halt jetzt wirklich komplett fertig, zu 100%. Hier gibt es gar nichts mehr, was wir irgendwie machen könnten. Außer halt an einem anderen Punkt noch eine kleine Nebenquest, die aber nichts mit Orzammar zu tun hat. Da befindet sich das Questziel halt nur in Orzammar. Da kann ich von hier aus eigentlich einfach weg. Nee, natürlich nicht. Hatte schon gehofft, weil das hier ja ein friedliches Gebiet ist. Aktuelle Nachrichten. Lord Belin greift die Versammlung an und wird erschlagen. Totale Niederlage. Tja, passiert halt, wenn er sich überschätzt. Aber dann wollen wir da runter und dann schnell zum Lager springen, weil neben dran, wo wir halt durch die tiefen Wege gereist sind, können wir ja auch, das können wir halt an sich als Ausgang verwenden. Komm schon, Ladebildschirm. So. Und da muss ich halt die Tage mal nach Soldatengipfel. Wobei, warum mache ich das eigentlich nicht jetzt direkt?
weil da habe ich ja ein bisschen Alkohol eingelagert, den wir für Orphan brauchen. Portet der mich jetzt direkt dahin? Oder gibt es vielleicht eine Zwischensequenz irgendwie? Ihr seid wach. Habt ihr es auch gespürt? Es war, als hätte der Erzdämon uns gesehen. Gesehen! Was bedeutet das? Ich glaube... Moment. Habt ihr das gehört? Wir treffen... Oh, dann werden wir also überfallen. Kreicher Alpha. Ah, Kreicher ist ja halt der Name von denen, wo ich bei der Blutmutter erwähnt habe, was mir nicht einfallen wollte. Das sind halt die... Das ist halt die Elfenvariante der dunklen Flut. So, hauen wir den Alpha schnell weg. Und dann bist nur noch du übrig. Und damit sind alle tot. Zumindest alle, die ich jetzt so gesehen habe. Vermutlich so, wie Duncan gesagt hat. Wir können sie spüren und sie spüren uns. Wir sollten von nun an noch vorsichtiger sein. Dieses Lager ist nicht mehr sicher. Was schicken Sie als nächstes? Steuereintreiber der dunklen Brut? Wir sollten Befestigungsanlagen um das Lager herum errichten. Hier hat man nicht mal eine verdammte Nacht Ruhe. Wie nervtötend. Es wird nun schwieriger sein, die Schlaf zu finden. Was? Keine Falle? Kein Hinterhalt? Was sind das denn für Meuchelmörder? Es ist erledigt. Wir sollten weiter. Beschäftigt euch etwas? Ich habe wieder vom Erzdämon geträumt. Ja, ich auch. Und am Ende hatte ich das Gefühl, dass er uns gesehen hat, uns gespürt hat. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Es kann aber auch nur meine Einbildungskraft gewesen sein. Was meint ihr? Dass wir besonders vorsichtig vorgehen müssen. Ich dachte, wir wären bereits besonders vorsichtig. Heißt das, wir müssen jetzt besonders, besonders vorsichtig sein? Na toll. Und da genieße ich mein Schläfchen. Aber wenigstens ist jetzt eines klar, nicht wahr? Ganz offiziell. Es ist eine Verderbnis. Wussten wir das irgendwie nicht schon die ganze Zeit? Immerhin haben wir ja ihn auch in Orsemar gesehen. Er war da. Wen nehme ich ihn mit? Ja. Ja, in der Tat. Also meine Standardgruppierung. Und ich wollte ja noch, wie ich es letztes Mal gesagt habe, zum Soldatengipfel. Weil wir da ja die Truhe haben, weil wir haben jetzt ja doch schon ziemlich viele Items, die wir da reinlegen können. Eigentlich fast alles, was wir haben, können wir da reinlegen. Aber ich werde Alistair eine andere Rüstung geben. Nämlich Mühsal. Weil Moloch ist halt so die Rüstung, die ich gerne Stan gebe. Vergleiche ich mal gerade die Werte. Ja, warum nicht? So. Der andere hat halt mehr Schaden, mehr Stärke, aber der hier hat halt Zusatzschaden. So, das ganze Zeug da mal weg. Moloch behalte ich mir jetzt für Stan, dem werde ich die dann nämlich gleich geben. Ich vermute, es ist voll. Das gefällt mir gerade so gar nicht. Und ich habe hier echt nur Waffen drin. Kein Alkohol, kein gar nichts.
Dann werde ich den Orken wahrscheinlich schon gegeben haben. Und wir gehen mal gerade ins richtige Lager zurück. So. Ich wollte Stan dann ja die andere Rüstung geben. So. Dann ist Stan nämlich mal so in seiner ultimativen Rüstung. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. So. Ich bin mir. Mal sehen, was hat Stan denn jetzt noch? Helm. Ja, hat halt alles Zeug, das wir verkaufen können. Behalte ich mal. Aber es gibt ja ein paar Gegenstände jetzt, die wir noch als Geschenke haben. Die waren dann hierbei. Außergewöhnlicher Amethyst. Sehr nett. Ein mittlerer Silberbarren, der ist für Severin. Ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Ein Totem, das ist für Stan. Wie unerwartet. Liliana bekommt das silberne Symbol. Und Alistair den schwarzen Runenstein. Wirklich? Habe ich ihm scheinbar schon gegeben, gut. Da habe ich ihm wahrscheinlich schon das meiste normale Zeug gegeben. Und dann sprechen wir gerade mal noch mit Shale. Shale aus dem Hause Kadesh. War ich das früher? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Ihr seid groß für eine Zwergin. Ich bin keine Zwergin. Oder zumindest bin ich keine Zwergin mehr. Wenn ich Shale aus dem Hause Kadesh war, wie Carradine gesagt hat, dann muss es noch Beweise für meine Existenz geben. Und die muss ich finden. Denkt ihr, etwas könnte eure Erinnerungen wachrufen? Ich muss wissen, dass das die Wahrheit ist und nicht nur irgendein fehlgeleiteter Glaube. Durch Carradines Worte kann ich mich nun an eine Sache wieder erinnern. Ich glaube, ich weiß, wo der Teig Kadesh ist. Wir können dorthin gehen, wenn ihr wollt. Ich weiß sein Angebot zu schätzen. Ich werde den Ort auf seiner Karte vermerken. Sollten wir in Kürze dorthin reisen, bin ich überaus neugierig, was wir finden werden. So, und damit haben wir eine neue Quest akquiriert. Ah, wie ich sehe, hat es einige der Kristalle gefunden, von denen ich gesprochen habe. Gut gemacht. Also, was denkt es? Sie machen mich doch nicht etwa dicker, oder? Ich finde, ich bin ohnehin schon dick genug. Nein, nein, sie lassen euch eher schlanker wirken. Das muss daran liegen, dass es sie in senkrechten Mustern angebracht hat. Wusste es, dass es so gemacht werden muss? Vermutlich. Ich finde, es sollte so schnell wie möglich noch mehr davon finden. Ich möchte von Ohr zu Ohr glitzern, sozusagen. Sie ist doch ein bisschen materialistisch, würde ich meinen. Ich habe da eine Frage, die ich es zu beantworten bitte. Es hat sich entschieden, sich auf Carradines Seite zu schlagen und den Amboss der Leere zu zerstören. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Allerdings war doch eigentlich der Paragon Branka der Grund, warum es sich in die tiefen Wege gewagt hat. Warum hat es entschieden, sich gegen sie zu stellen?
Es konnte nicht sicher sein, dass Carradine ihm mit den Zwergen weiterhelfen würde. Ich war bereit, dieses Risiko einzugehen. Es war das Richtige. Das war ein ziemliches Risiko. Es freut mich, dass es sich gelohnt hat. Auf jeden Fall wollte ich mich bedanken. Es hat Carradine das Ende gestattet, das er sich gewünscht hatte. Und ich freue mich, dass ich daran teilhaben durfte. Ich muss über Carradines Worte an mich nachdenken. Da ist viel zu verarbeiten. Aber lasst uns nun weitergehen. Es spricht. Ich habe einige Fragen. Hat es denn nichts Besseres zu tun? Ihr seid also eine Frau? Das wusste ich nicht. Ich dachte nicht, dass ich das erwähnen müsste. Es hat mir ja auch nicht gesagt, welches Geschlecht es hat, oder? Ich bin ein Mann. Schön für es. Ich bin sicher, dass das für andere Kreaturen, die ebenso weich und schwach sind, offensichtlich ist. In Wahrheit ist es jetzt irrelevant, welchen Geschlechts ich einst war. Ich bin ein Golem. Ich bin geschlechtslos. Das ist doch kein Problem, oder? Muss ich euch jetzt die Tür aufhalten? Oh, wie ich sehe, ist es ein Quell der Scherze. Oh ja, eine komödiantische Goldmine. Also, lasst uns etwas Weiches zerschmettern und genießen, wie das Blut fließt. Ich hoffe, dieser Wunsch ist ihm mädchenhaft genug. So, das ist ein bisschen beleidigt, aber egal. Das konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Und an der Stelle beende ich den Part auch und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir mit Orkren sprechen, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.